Hallo und herzlich willkommen im Wald. Da hinten hängt was, dazu kommen wir auch noch, keine Sorge. Ich wollte schnell noch aufhängen, weil ich habe es auf meiner Tour gar nicht benutzt. Ja, ich wollte euch jetzt mal ein strukturiertes Resümee zu meiner Ultralight-Test-Tour geben, die ich vorgestern beendet habe. Ich glaube, es war vorgestern. Und ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit das Ganze ein bisschen strukturiert ist, weil ich habe auch unterwegs gevloggt. Also zwischendrin der Kamera was erzählt und das ist nicht ganz so strukturiert geworden. Das könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr lebensmüde seid. Dann dürft ihr das gerne. Ich würde es euch nur nicht unbedingt zwingend empfehlen, weil es echt lang geworden und es sind halt so alle meine spontanen Eindrücke zum besonders leicht unterwegs sein drin. Deswegen habe ich auch gerade kein Hutband am Hut, weil ich ja ultra light jetzt bin. Nein, Quatsch. Ich habe den Hut gewaschen und dann fehlt das Hutband immer ein paar Tage. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Es gibt immer mal wieder so Phasen. Also nicht jedes Mal, wenn ich den Hut wasche, fehlt das Hutband ein paar Tage, aber oft. Und ja, das sind dann so Phasen, in denen ich dann komischerweise immer viele Videos mache. Also nicht immer, aber oft. Und deswegen fällt das dann relativ oft auf, dass das Hutband plötzlich irgendwann mal weg ist zwischendurch. Ne? So, ja. Ultralight-Test-Tour. Also, was wir hier im Hintergrund sehen, ist mein Ultralight-Tarp. Wie man schön sehen kann, einen anderen Aufbau als Lean-To-Shelter, wie das ja so schön heißt. Das ist gar nicht möglich, schlicht und ergreifend deswegen, weil das Ding gerade mal 4 Abspannpunkte hat. Weitere zusätzliche Abspannpunkte müsste man sich dann halt irgendwie was einfallen lassen, um die dann auch eben entsprechend hinzugefügt zu bekommen. Ich habe zusätzliche Klemmen, die man überall an so einem Gewebe befestigen kann, um dann zusätzliche Abspannpunkte mittels diesen Klemmen hinzuzufügen. Das werde ich auf jeden Fall noch testen, ob ich dann in Kombination mit diesen Klemmen, die wiegen natürlich auch wieder was, ne, vielleicht noch einen erheblich cooleren Aufbau für das Tarp hinbekomme. Problem, ich bin ja 1,90 Meter. Wenn ich die Füße ausstrecke, bin ich noch ein bisschen länger als 1,90 Meter. Und das Tarp ist Nennmaß 2,10 Meter bloß lang. Und das ist sowas, was mich so ein kleines bisschen umtreibt. Ich habe leider keins gefunden, was 2,30 Meter gehabt hätte. Das hätte mir dann wirklich gereicht. 2,10 ist echt ein bissle knapp. Ich lege mich nachher auch mal testhalber noch mal drunter, um zu demonstrieren, dass das schon ein wenig knapp ist. Und naja, dazu später mehr. Jetzt will ich euch doch noch einen Ticken weiter wegstellen, ihr seid so nah dran und wir kommen zu der eigentlichen Tour. So, was habe ich gemacht? Den Panoramaweg Baden-Baden habe ich gemacht. Der hat offiziell aktuell 44 Kilometer, der hatte auch mal weniger, aber da haben sie wohl ein bisschen was umgestellt. Der hat circa 1200, 1300, 1400, irgendwie sowas Höhenmeter über den gesamten Weg. Rauf und runter ist ein Rundweg und da ist auch schon der Akku am Blinken und weist darauf hin, dass er gewechselt werden möchte. Das ging ja schneller als erwartet. macht nichts, darauf bin ich vorbereitet. Ja, und habe ich schon mal gelaufen in 2 Tagen, war am Ende ziemlich tot, habe mir jetzt wieder gelaufen in 2 Tagen, habe ein kleines bisschen abgekürzt, war am Ende, Füße haben wehgetan, dazu kommen wir gleich, aber war überhaupt nicht tot. Und das ist schon ein interessantes erstes Ergebnis. So, und jetzt wechseln wir den Akku und dann gehen wir alles der Reihe nach durch, damit es Struktur gibt. Ja, und aber bevor wir richtig loslegen, noch eine wichtige Info, die mir am Herzen liegt. Das ist jetzt mal wieder ein Thema, das interessiert nicht alle. Und das ist völlig in Ordnung. Und dann bitte Folgendes tun, wenn es euch nicht interessiert, nicht angucken. Das ist so die Möglichkeit, mit der ihr einen Haufen Lebenszeit sparen könnt und ich mir Kommentare im Stil von "ist doch völlig egal, soll doch jeder machen, wie er möchte" anhören muss. Grundsätzlich ist an dieser Aussage auch überhaupt nichts auszusetzen, aber für die Leute, denen es nicht völlig egal ist und die sich mit der Thematik Ultralight auseinandersetzen wollen, weil sie da Lust drauf haben, und wenn jeder es so machen darf, wie er möchte, dann darf er sich ja auch mit der Thematik intensiv auseinandersetzen, weil es darf ja jeder, wie er möchte, oder? Sagt ihr ja selber. Das heißt, wenn man da Lust drauf hat, dann kann man sich da eben auch entsprechend richtig reinsteigern und den Griff von seiner Zahnbürste absägen. Tut ja niemandem weh, ne?
Also, und daher kommt auch die Notwendigkeit in Anführungszeichen von diesem ach so unnötigen Thema, dass es eben Leute gibt, die das interessiert, wie man das noch weiter optimieren kann, die Wandererei. Und ich brauche eine Ultralight Flarak besser. Schlimm. So, jedenfalls, ja, also wer sich eben für das Thema, wie kriege ich mein Gepäck noch leichter und was hat das für Folgen, wenn ich das mache, interessiert, der ist hier herzlich eingeladen, sich meinen entsprechenden Monolog anzutun. Und wer das eben nicht interessiert, dann bitte mit dem Gepäck eurer Wahl oder auch nackig oder wie auch immer im Wald rumspringen. Im Fall von nackig, bitte nicht in meinem Wald. So, und damit legen wir aber jetzt wirklich los. Das war noch der Disclaimer, den ich loswerden wollte. Also das ist wirklich definitiv ein Thema. Das ist nicht für jeden. Ne? Kapisch? Gut. Also nervt mich nicht mit Kommentaren im Sinn von, das Video ist unnötig. Es gibt Leute, die es interessiert und für die ist es gedacht. Und damit ist es nicht unnötig. Ne? Auch wenn es euch jetzt vielleicht nicht interessiert. Gut, jetzt, also technische Daten, muss man wissen, wie gesagt, das wären 44 Kilometer, ich bin nur 40 davon gelaufen, ungefähr, könnten auch 39 oder 41 gewesen sein, Angabe, keine Ahnung so genau. Ich wiege derzeit geschätzt 104 Kilo, bin also nicht gerade schlanker geworden, das liegt daran, dass Freundin gut kocht. Na, nicht nur, das wäre jetzt unfair, aber es liegt vielleicht auch. Außerdem gibt es diverse Studien, inzwischen sind es so viele, dass man es fast schon glauben kann, die bestätigen, dass Menschen in einer glücklichen Beziehung zunehmen. Lassen wir das. So, ich bin 1,89 Meter, das vielleicht auch nochmal irgendwie ganz interessant, einfach für die Gewicht zu Größeverteilung, auf wie viel Raum verteilt sich denn das Ganze. Ich bin nicht besonders fit. Ich habe länger keine wirklich die Fitness fördernde Maßnahme betrieben. Immer mal wieder so ein bisschen bewegen, weil ein gewisser Bewegungsdrang da ist. Aber ein bisschen bewegen heißt bei mir, ich gehe halt mal 3, 4, 5 Kilometer spazieren. So. Und mehr als das habe ich jetzt in letzter Zeit. Ja gut, da war noch mal eine Tour dazwischen und dann war neulich noch mal eine andere Tour dazwischen. Und vielleicht bin ich nicht auf dem absoluten Tiefpunkt meiner Fitness, aber ich bin bestimmt nicht irgendwo, wo ich sagen würde, yay, cool, morgen geht's auf Trekkingtour. Ne? Also eine große. So. Und die ganze Tour hat stattgefunden, jetzt im Februar. Wir hatten Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt und Temperaturen um die -5 bis -6. Schwer rauszufinden jetzt im Nachhinein. Leider hatte ich kein Thermometer dabei, aber rein rechnerisch, unten waren es -4. Ich war deutlich höher. Ergo ergeben sich dann pro 100 Meter nur theoretisch eine 0,7 Grad Abkühlung und damit sind wir dann so irgendwas zwischen -5 und -6, was in der Nacht Tiefstemperatur gewesen sein sollte. Ne, wie gesagt, rein rechnerisch exakt kann ich es euch nicht sagen. Gut, jetzt müssen wir wissen, auf einer normalen Trekkingtour, sprich eine normale lange, mit viel Gepäck, wegen viel Proviant und das, was ich halt so standardmäßig unter einer Trekkingtour, wie ich sie dann halt als großes Angehen mache, verstehe, bin ich so unterwegs, auf guten Wegen wohlgemerkt, auf guten Wegen, mit 2,5 bis 3,5 km/h und das schließt jetzt so eine durchschnittliche Steigungsgefälle-Verhältnis so irgendwie mit ein. Das ist so der langjährige Durchschnittswert. Was habe ich da so auf dem Rücken? Ja, irgendwas zwischen 18 und 23 Kilo. So irgendwie sowas Gesamtgewicht, normalerweise. Ne? Und dann kommen diese Geschwindigkeiten zustande. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, meine Fresse, ist was los im Wald heute. Trotz dann vorhandenem Trainingszustand bei solchen Touren, dann vorhanden, habe ich so keinen Bock mehr nach 16 bis 18 Kilometer. Manchmal auch schon so nach ungefähr 12. Wir reden allerdings von ja, so schon mittelschweren Kilometern. Hier ist nicht so leicht zu gehendes, wirklich völlig anspruchsloses Terrain, sondern schon so ein bisschen Anspruch mit drin, zumindest so ein bisschen. Aber sagen wir mal grob, bei 18 Kilometern kommt immer so der Punkt, wo ich eigentlich sage, ach, jetzt könnte man doch eigentlich mal, jetzt langt es ja dann eigentlich mal. So ungefähr ist das so durchschnittlich. Ich laufe gerne 4 Stündchen, ich laufe auch noch gerne 5 Stündchen und selten laufe ich mal gerne 6 Stündchen. 7 Stunden kann ich laufen, ich kann auch 8 Stunden laufen, aber das möchte ich nicht. Das muss ich nicht mehr haben. Das macht mir dann normalerweise keinen großen Spaß mehr. Ne? So, für so eine
kleine Tour, die ich jetzt in Deutschland machen würde, mit ein paar Übernachtungen, wäre ich allerdings nur so mit 12 bis 14 Kilo unterwegs. Heißt, die Angaben, die ich über einen langjährigen Mittelwert sagen kann, wie es bei mir läuft, sind da jetzt nicht ganz realistisch für eine Tour, die ich in Deutschland mache. Das heißt, diese kleine Ultralight-Tour, die ich jetzt gemacht habe, ist auch vom Anspruch her nicht so wie die Dinger eben entsprechend in der Wildnis. Das heißt, es kommt da so gewissen Verfälschungen und davon abgesehen, meine hochwissenschaftlichen Analysen hier sind natürlich wirklich nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich hatte leider keine Testgruppe mit 100 Leuten, die ich danach statistisch auswerten kann, wie das denn jetzt nun ist mit den unterschiedlichen Kilos im Rucksack, ne? Aber folgendes. Normalerweise, wie gesagt, so 2,5 bis 3,5 Kilo km/h. Ich denke mal mit so einem leichten Rucksäckchen von 12 bis 14 Kilo Gesamtgewicht wohlgemerkt. Für eine Tour in Deutschland wäre ich dann auch nochmal ein halbes km/h schneller und würde sicherlich zwischendurch mal so einen Topspeed von 5 mal kurz erreichen. Aber durchschnittlich wäre ich schon nochmal ziemlich viel langsamer, als ich es jetzt ultralight gewesen bin, weil ich glaube, ich war so ziemlich nie lahmer als 3,5 Kilometer, bis auf ein ganz kleines Stück, wo es wirklich nur bergauf ging. Und ich war zwischendrin auch mal 6 km/h schnell, wo es mal wirklich angenehm bergab ging. Da konntest du dann wirklich richtig zügig laufen. Ich habe es aber auch nicht darauf angelegt, die 7 oder 8 km/h, was ich mit Stöcken noch gehen kann. Dann bin ich so Nordic Walking mäßig allerdings unterwegs vom Tempo her. Darauf habe ich nicht angelegt. Möglich gewesen wäre das mit Sicherheit auch. Muss man aber nicht machen, wie ich finde. So. Keinen Bock mehr weiterzulaufen hatte ich tatsächlich nicht nach 18, sondern nach 24 Kilometern. Und nach 6 bis 7 Stunden, könnte ich mir vorstellen, ging es mir immer noch ganz gut. Ich bin jetzt nicht 6 bis 7 Stunden reine Laufzeit gelaufen. Ich war vielleicht insgesamt, lass mal denken, insgesamt war ich 7 Stunden unterwegs. Davon habe ich aber gut 2 Pause gemacht, ne? Aber ja, vielleicht nicht ganz 2, sagen wir 1,5. Ja, und so kam das dann eben entsprechend zusammen. Was hatte ich denn an Gewicht? Gesamtgewicht, realistisches, mit Wasser, Durchschnittswert Wasser über die gesamte Etappe, waren tatsächlich nur 6 Kilo Rucksackgewicht. Ich hatte es daheim gewogen, da war ich bei 6,5 und ich bin so durchschnittlich mit immer ungefähr einem halben Liter fehlendem Wasser, in Anführungszeichen, von den 2 Liter Kapazität, die ich hätte dabei haben können, war ich die meiste Zeit so irgendwie so unterwegs. So, das bedeutet, rein statistisch gesehen, rein von den Zahlen her, soweit ich das zu mir sagen kann und mit viel, viel, viel Ungenauigkeit, bin ich ultralight 33% schneller, weiter, schneller und weiter, wie man es nimmt halt. Ne? Also im Endeffekt habe ich mehr Kilometer in vergleichsweise kürzerer Zeit, als ich, wenn ich nicht ultralight wäre, für die gleichen Kilometer eben entsprechend brauchen würde. Und das beziffert sich so wirklich auf ungefähr 33%. So, ansonsten kann ich sagen, was habe ich noch körperlich festgestellt? Überhaupt keine Rückenschmerzen. Normalerweise merke ich, dass ich den ganzen Tag einen Rucksack getragen habe. Das variiert zwischen ich merke es, verspannt und Schmerzen. Woran ich mich an Letzteres natürlich auch gewöhnt habe. Jetzt müssen wir wissen, ich mache diesen Quatsch mit Schmerzen seit 18 Jahren. Ich habe mich da echt dran gewöhnt und es gehört für mich irgendwo so ein bisschen dazu. Wenn die Schmerzen nicht auftreten, bin ich unglaublich positiv überrascht. Das ist schon mal ganz was Nettes. Dass sie aber normalerweise auftreten, schockiert mich jetzt auch nicht sonderlich. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich da unglaublich leide und gar keinen Spaß an der Tour habe. Aber überhaupt keine Rückenschmerzen ist schon bemerkenswert. So, dann hatte ich kaum verspannte Schultern. Normalerweise bediene ich meine Heringe höchstens so und kriege den Arm höher, also nicht höher als so, wenn ich mal 22 Kilometer unterwegs war, den Rucksack dann absetze und mich dann erstmal erholen muss. Da kann ich mich in die Tonne kloppen und dann laufe ich rum wie Zombie, ne, und baue Zelt im Zombie-Modus auf. Aber diesmal nicht eben entsprechend, auch wegen den fast schon paralysierten Schultern. Ich trage immer relativ viel Gewicht von Rucksäcken mit Hüftgurt, die ja viel Gewicht auf die Hüfte übertragen sollen. Ich trage trotzdem relativ viel Gewicht auf den Schultern, weil ich das mit der auf die Hüfte übertragen zwar brauche, klar, aber nicht in dem Maß. Also normalerweise sagt man ja 70-30, 70 Hüfte, 30 Schulter und ich habe so 50-50 meistens. Jetzt, wo ich älter werde, habe ich 60-40, also 60 unten, 40 oben. Aber
Ja, gefallen tut mir das nicht. Ich hätte gerne 50-50. Das wäre für mich, wäre mir lieber, wenn das noch gehen würde. Aber es wird langsam wirklich wegen Wirbelsäule, wegen Schulter und Sehnenscheidenentzündung, die ich mal hatte und so weiter, wird das langsam schwieriger. Aber fast wirklich gar keine verspannten Schultern. Nach Rucksack absetzen und eine halbe Stunde ganz kleines bisschen so machen und dann war wieder alles in Ordnung. Also wirklich wie neu. Überhaupt keine Hüftschmerzen. Ja klar, wenn kein Hüftgurt da ist, kann man sich auch das Becken nicht im Hüftgurt einquetschen. Dann reibt da nichts, dann tut da nichts weh. Weniger Fußsohlenschmerzen dazu in aller Kürze, das könnt ihr dann im ausführlichen Vlog ganz genau hören. Ich habe relativ komplizierte Füße, Senkspreiz schießt mich tot, ich habe keine Ahnung, wie da die genaue medizinische Bezeichnung für ist. Das führt einfach dazu, dass ich relativ schnell auf dem platten Fuß rumlaufe und eben diese Konstruktion, die ein Fuß eigentlich haben sollte, bei mir nur sehr schlecht funktioniert und dann tut mir sehr schnell die komplette Fußsohle einfach wegen Ermüdung weh. Das sind Schmerzen, die gehen wieder weg. Das ist nicht weiter dramatisch, es tut halt einfach nur weh. Ich mache mich dabei nicht sonderlich kaputt oder sonst irgendwie, aber es tut sehr, sehr weh. Ne? Und das beginnt normalerweise bei so 8 bis 12 Kilometern, je nach Tour, ordentlich weh zu tun. Und bei 16 wird es arg, bei 20 wird es fies und bei 22 kann ich zwar noch weitergehen, aber dann muss ich schon mentale Schmerzüberwindungstraining im Hirn machen. Schon seit ich Trekking mache, ist das so. Das weiteste, was ich mal gelaufen bin, waren 33 Kilometer. Allerdings auch wieder mit vergleichsweise wenig Gepäck. Dann geht es mit den Schuhen etwas besser, mit den Füßen etwas besser. Das merkt man also sofort. Je weniger Gepäck, desto weiter komme ich ohne extrem schmerzende Füße. Und in diesem Fall war jetzt der allgemeine Fußschmerz wirklich sehr, sehr moderat für die Strecke, die ich gelaufen bin, nahezu erstaunlich. Gut, Problem allerdings, ich habe mir Blasen gelaufen, weil ich mit ganz leichten Sportschuhen unterwegs war, weil ja der Ultraleite normalerweise nicht Stiefel trägt, sondern Trail-Runner oder Hiking Schuhe, ne? Nicht Boots, sondern Schuhe, Shoes im Englisch. Und das wollte ich halt einfach mal ausprobieren. Jetzt sind diese Latschen, erstens hatte ich die noch nie zum Wandern an, zweitens sind sie dafür nicht unbedingt ausgelegt, wenig Profil und so weiter und so fort. Das war also nicht die optimale Wahl, aber tendenziell nur einen Halbschuh verwenden, das kann ich nachvollziehen, das macht schon Sinn. Das hat mir jetzt auch nicht geschadet, aber eben dadurch, dass ich die Schuhe nicht gewöhnt bin und so ein bisschen falsch geschnürt habe, für so eine längere Wanderung muss man sie etwas enger schnüren, als ich das normalerweise tue, habe ich halt ein bisschen Blasen bekommen. Das heißt, den Schmerz durch die Blasen, den rechne ich jetzt beim Gesamtfußschmerz raus, weil ich ja normalerweise, wenn ich Schuhe anhabe, bei denen ich weiß, wie sie funktionieren, in Anführungszeichen, keine Blasen bekomme. Ne? Normalerweise. So. Dann, ich war deutlich weniger K.O. am Ende der Etappe. Also ich bin da angekommen und habe mich dann auch, naja, nicht mehr frisch und ausgeruht, aber nur angenehm müde und nicht völlig K.O. gefühlt. Und das ist auch eher ungewöhnlich, gerade wenn ein schlechter Trainingszustand ist und nach 24 Kilometern, habe ich gesagt, dass ich 24 Kilometer gelaufen bin, ich glaube, ich habe es gesagt, ist das sehr, sehr ungewöhnlich. Kann mich nicht erinnern, dass ich da schon mal so frisch nach 24 Kilometern irgendwo angekommen bin. Also das wäre fast schon rekordverdächtig gewesen, insbesondere nach meinem Trainingszustand. Ne? Laufen macht tatsächlich mehr Spaß, das sagen die Ultraleit-Menschen ja auch ständig, dass das Laufen Ultraleit einfach viel lustiger ist. Das stimmt tatsächlich, also das habe ich wirklich auch so empfunden. Die Fortbewegung an sich war für mich bisher meistens, nicht immer, es gab schon so Etappen, wo man dann wirklich gerne durch die Gegend schlappt. Und ich schlappe meistens durch die Gegend, aber es war auch zwischendrin immer nur das notwendige Übel, um halt dahin zu kommen, wo ich hin möchte, nämlich da, wo nichts ist. Und da kommt man halt nun mal nur zu Fuß hin, im Idealfall natürlich. Jetzt war ich natürlich nur um Baden-Baden unterwegs. Und ja, also es hat wirklich, die Fortbewegung per se hat Spaß gemacht. Deutlich mehr, als ich das gewohnt bin. Also bestimmt, was Spaßsteigerung angeht, bestimmt 50% mehr Spaß. ich habe weniger Pausen gemacht. Das ist jetzt weder positiv noch negativ. Das ist halt so. Dafür die Pausen, die ich gemacht habe, waren dafür dann lang und somit irgendwie ein bisschen entspannender. Man hätte sie also auch als Lesepause nutzen können, was ich gerne auch mache auf Tour. Und es waren so gut wie gar keine. Ich bleibe stehen, weil mir die Puste ausgeht und der Berg zu steil ist, Pausen dabei. Ein einziges Mal, aber sonst überhaupt nicht. So, und wichtig wäre noch zu sagen, Stocknutzung.
Ich habe das Ganze ja mit Trekkingstöcken gelaufen. Die machen richtig Sinn. Insbesondere, wenn man so ein bisschen flotter unterwegs ist, scheinen sie mir noch mehr Sinn zu machen. Man kann sich dann gerade wunderbar, gerade da man nicht so viel Gewicht hat und generell vielleicht ein bisschen fitter unterwegs ist, kann man die Stöcke wunderbar nutzen, um sie zum Beispiel berghoch richtig hochzuziehen. Man kommt also den Buckel erheblich schneller hoch. Man kommt dabei auch ins Dompfe, wie man bei uns im Dorf sagt, beziehungsweise ins Schnufe. Und das passiert schon, aber man ist dann auch gleich oben. Also bevor einem die Kräfte ausgehen, ist man dann schon oben und das geht mit den Stöcken wirklich ganz hervorragend. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Stocknutzung irgendwie bei leichterem Gepäck fast schon intuitiver funktioniert als beim schweren, was nicht unbedingt Sinn ergeben muss, aber das war so mein Eindruck. Ne? Das ist eine subjektive Wahrnehmung. Okay, so viel zum Laufen. Dass das Laufen irgendwie angenehmer ist, wenn man weniger Zeug durch die Landschaft schleppt, geschenkt. Das hat jetzt hoffentlich niemand verwundert, dass das tatsächlich so ist. Wie sehr es so ist, finde ich wirklich beeindruckend, insbesondere der eben abends nicht kaputt und der mehr Spaßfaktor und 33% mehr Kilometer bei Zeit ist schon auch, das bringt schon echt ordentlich was und untrainiert, wohlgemerkt, untrainiert. Ne? So, jetzt hatte ich allerdings Probleme durch fehlendes Zeug, weil ich war ja wirklich nur mit dem Allernötigsten unterwegs. Das war ja auch der Plan, dass ich versuche, wirklich nur mitzunehmen, bei dem ich mir absolut sicher bin, dass ich ohne das nicht existieren kann. So, oder zumindest eine sehr hohe Chance besteht, dass ich das jeweilige Ding entsprechend brauchen werde. Tatsächlich habe ich ja das Tarp nicht genutzt, deswegen hängt es da ja, weil ich halt eine Hütte gefunden habe am Ende der Etappe. Deswegen, Punkt 1. Ich würde, wenn ich ultraleicht unterwegs bin, und das ist gegebenenfalls ein potenzielles Problem, sehr gerne eine Hütte verwenden. Weil mit so einem minimalistischen Tarp hier kann ich natürlich bei gutem Wetter problemlos draußen pennen. Da brauche ich überhaupt nichts über den Kopf. Wenn aber vielleicht eventuell es regnet, einen kleinen Schauer kann man darunter auch noch überstehen. Auch noch 2-3 kleine Schauer kann man darunter überstehen. Aber wenn es mal die ganze Nacht durchpissen würde, dann wäre ich wirklich erheblich lieber in einer Hütte. Und dann würde ich noch gegebenenfalls 5, 6, 7, 8 Kilometer an meine Tagesetappe irgendwie noch dran quälen, wenn es dann sein müsste, um halt in eine Hütte zu kommen. Das schränkt die Flexibilität der Tour natürlich ein wenig ein. Andererseits, Ultralight-Touren sollen nicht flexibel sein, sondern haben, zumindest ist es so gedacht von den Erfindern des Ganzen oder wird in der Szene so diskutiert, sondern sie haben halt eine genaue Planung, dass man möglichst exakt weiß, wann man wo wie sein möchte und was man dann da wo Infrastruktur, also eine Hütte, entsprechend vorfinden kann. Gut, der Schlafsack war knapp kalkuliert. Ich habe nicht direkt gefroren, aber richtig kuschelig war auch nicht. Ne? Die Isomatte war arg knapp kalkuliert, denn ich habe noch nicht so viele Nächte in Daune gepennt und stelle jetzt fest, wenn du Daune platt liegst durch eigenes Körpergewicht, dann isoliert Daune nach unten überhaupt nicht. Das heißt, die einzige Isolation, die man nach unten hat, ist tatsächlich wirklich nur die Isomatte. Und dann habe ich zuerst auf Kiesboden gepennt. Kiesboden, habe ich euch mal im Isomattenvideo, im langen, langen Isomattenvideo erklärt, hat so eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit. Das bedeutet, er ist besonders kalt, wenn man entsprechend drauf pennen möchte. Habe mich dann später auf ein Holz, auf den Tisch gelegt in der Hütte. Holz, sehr gute, sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit, also isoliert gut. Und dann wurde es von unten auch einigermaßen warm und dann ging es dann auch wieder mit dem Schlafsack. Aber das war schon knapp noch 2 Grad kälter und wäre wirklich sehr, sehr unangenehm gewesen. Habe auch sonst nicht besonders gut geschlafen, aber das erfahrt ihr, wenn euch das interessiert, in der Langfassung. Ein Müllsack wäre schön gewesen. Das liegt einfach daran, dass ich Müll gefunden habe, den ich sonst normalerweise mitgenommen hätte. Hätte ich dann irgendein Gefäß gehabt, wo ich Müll hätte drin transportieren können. Das habe ich dann auch von meinem eigenen Müll gemerkt. Der stört mich jetzt nicht so sehr. Den habe ich dann wirklich einfach unten in den Rucksack geschmissen. So völlig unsortiert, einfach unten rein. Aber ja, ein ganz kleines Säckchen zum Müll aufbewahren, das wäre echt noch cool gewesen, hatte ich auch nicht dabei. Kochen hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Was funktioniert hätte mit dem absoluten minimalistisch Koch-Setup, was ich dabei hatte, also sprich einen Torx-Siphon-Kocher, also diesen krassen Spiritus- bzw. Alkoholkocher, der volle Power zwar kann, aber nicht reguliert werden kann und auch nur 20 Gramm wiegt. Also klingt jetzt erstmal toll nach Ultralight. Und solange man da auch nur in einem Titantopf Wasser warm machen möchte, funktioniert das alles prima. Aber ich bin auf die Idee gekommen, ich koche mir Nudeln mit Käsesoße. Und die sind mir tatsächlich angebrannt, eben weil ich
um super ultraleicht zu sein, noch nicht mal einen normalen Topfständer für den Topf dabei hatte und zwischen zwei Steinen quasi den Kocher stehen hatte und die zwei Steine dann als Topfständer verwendet habe. Rühren war dann ein bisschen schwierig, außerdem habe ich zu spät gerührt, weil ich gerade die Kamera in der Hand hatte und damit sind mir tatsächlich Käsemakaroni, die man wie reguläre Nudeln kocht und die Soße halt direkt dazu gibt, also das Käsepulver, sind mir tatsächlich angebrannt und das wäre natürlich nicht passiert, weil er ein kleines bisschen schwerer ist, trotzdem den Gaskocher mitgenommen, der halt eine regulierbare Flamme hat. Oder alternativ einen Trangia-Kocher, der natürlich auch noch mal viel mehr wiegt als so ein Torx, aber auch eine regulierbare Flamme hat. Ne? Also an der regulierbaren Flamme hat es mir gefehlt. Erkenntnis, recht einfach zu lösen. Man nimmt halt nächstes Mal was mit, was eine regulierbare Flamme hat. Dann schleppt man vielleicht netto 40 Gramm mehr. Ne? Für so eine kurze Tour vielleicht 50 Gramm, irgendwie sowas. Und ein Topfständer, der wiegt zwar jetzt im Fall von dem, den ich ursprünglich wollte mitnehmen wollte 30 Gramm oder sogar 40 Gramm, aber ja, den hätte ich dann doch auch. Es ging gut mit den Steinen, es war okay, aber auf die Dauer hätte ich den, glaube ich, dann doch auch wieder dabei. Gut, dann nächstes Problem, nasser Rücken, weil mein Rucksack, da hinten im Bild liegt er, das ist halt eben dieser kleine Bundeswehrjäger-Rucksack, der hat halt null Belüftung vom Rücken, überhaupt nichts. Der komplette Rücken vom Rucksack liegt flach auf dem Rücken an und da schwitzt man halt runter wie Sau, da brauchst du gar nicht viel bewegen, da schwitzt du dann trotzdem. Das bedeutet, da ich gleichzeitig auch null Wechselklamotten oder fast null Wechselklamotten, ich hatte noch Ersatzsocken, das war alles, dabei hatte, weil ich gesagt habe, oh, wenn ich nass wäre, dann muss ich halt so lange auf und ab hüpfen, bis ich wieder trocken bin, bevor ich in den Schlafsack gehe. Hatte ich auch keine Möglichkeit, eben den nassen Rücken-T-Shirt das dann auszuziehen und mit einem trockenen T-Shirt auszutauschen. Das wäre schon angenehm gewesen, ging aber nicht, also musste ich so lange rumsitzen und noch die Restwärme vom eben noch gelaufen nutzen, um mich zu trocknen, sozusagen von innen heraus. So. Hat dann noch eine kleine Abendspaziergangrunde gemacht, ohne Rucksack natürlich, auch um nochmal Temperatur zu erzeugen und nochmal den Rest durchzutrocknen. Das geht, das ist aber nicht unbedingt komfortabel. Ne? Aber das habe ich schon oft gemacht, so ähnlich, weil meine sonstigen Klamotten schon von Regen nass waren oder irgendwie sonstige Gründe. Oder ich wollte nicht eine zusätzliche Klamotte anziehen, um sie mir aufzusparen für Notfälle. Weil ich habe meistens bei langen Touren habe ich immer einen Satz Emergency-Klamotten dabei. Bei wirklich langen Wildnistouren, die nur dafür da sind, wenn wirklich was Schlimmes passiert und man die anderen Klamotten echt nass bekommt. Ne? Und man jetzt wirklich, wirklich friert und Angst haben muss, dass man so sehr auskühlt, dass schlimme Dinge passieren und dafür dann noch zumindest trockenes T-Shirt, trockene Unterhose, trockene Socken als Emergency-Reserve normalerweise dabei, nicht ultraleit, dann nicht. Ne, da ist die Emergency-Reserve, lauf runter in die Stadt, nimm den Bus zu deinem Auto, fahr nach Hause. Kann ja nichts passieren im Fall von einer Tour, wo ich jeweils schlimmstenfalls 3-4 Kilometer von der nächsten Bushaltestelle entfernt bin. Ne? Und Handyempfang gibt es auch überall. Also wirklich schlimm, aller schlimmstenfalls könnte man Onkel anrufen gleichzeitig dem Förster Bescheid sagen, dass man ausnahmsweise mal im Wald eingesammelt werden darf, wobei da normalerweise keiner reinfahren darf, aber man hat ja Connections, ne? In meinem Fall. Gut, ich schweife schon wieder ab. Dann Daunenschlafsack. Das ist in gewisser Weise natürlich erst ein Faktor, der ultraleichtes Gepäck überhaupt erst möglich macht. Aber es ist natürlich auch der Nachteil eines Daunenschlafsacks. Ich bin mit dem Ding wirklich noch vorsichtig. Ich habe noch nicht so viel Daunenschlafsack genutzt. Vielleicht sind sie weniger fragil, als ich mir das vorstelle. Ich will aber auch kein Risiko eingehen. Und das heißt, ich möchte schon so übernachten, dass mein Daunenschlafsack wirklich so gut wie gar nicht nass wird. Ich werde ihn nur mit Inlet verwenden und ich möchte ihn am nächsten Morgen in irgendeiner Form zumindest 20 Minütchen bei zirkulierender Luft, wenn das irgendwie möglich ist, trocknen lassen. Damit er auch wirklich sämtliche Feuchtigkeit von mir, auch Atemfeuchtigkeit, wenn ich ihn anatme, wenn ich drin liege, was ich zwangsläufig zumindest ein kleines bisschen tue, damit das dann wirklich alles weggetrocknet ist. Das behindert einen ein wenig wegen dieser Trocknungszeit am Morgen. Und wenn dann sehr schlechtes Wetter am Morgen immer noch herrscht und man eigentlich aufbrechen möchte, um dem schlechten Wetter sozusagen davonzulaufen oder im schlechten Wetter rumzulaufen, weil das angenehmer ist als im schlechten Wetter und einem sehr minimalistischen Tarp möglicherweise auszuharren, möglicherweise, dann sind das immer noch so Dinge, die mich ein wenig beschäftigen und ich fühle mich weniger geborgen, muss ich sagen, mit einem Daunenschlafsack wegen eben seiner Wasserproblematik als mit einem Kunstfaserschlafsack, wo ich mir über die Wasserproblematik nicht so sehr Gedanken machen muss. Das beschäftigt mich dann also ein wenig, gibt mir also ein gewisses unkomfortables Gefühl für die Lagerzeit. Na? Das ist so. Geht hier um meine subjektiven Eindrücke.
Und egal wie toll der Daunenschlafsack ist, jeder Daunenschlafsack sollte nach Möglichkeit nicht nass werden. Das allein mag vielleicht noch nicht schlimm sein, aber wenn man ihn dann nass komprimiert und über eine längere Zeit durch die Gegend schleppt, ist das wirklich sehr unangenehm für den Daunenschlafsack. Und dann muss man ihn vielleicht ein paar Mal zu oft waschen, beziehungsweise ein paar Mal öfter waschen, als man ihn sonst eigentlich waschen sollte, möchte, will, soll. Und das ist alles nicht so gut. Ne? Ich hoffe, darauf können wir uns irgendwie einigen, dass ihr das versteht, was mein Problem ist. Gut. Dann minimalistisches Tarp. Ja, ne, das bringt halt damit, das ist dann wichtig in Kombination mit der Tatsache, dass ich dann gerne eine Hütte aufsuche, weil ich unter dem Ding eher nur so als Notoption oder halt dann nur bei, ich weiß, es ist gutes Wetter, übernachten möchte. Aber funktionieren würde es schon, weil ich habe ja bei den relativ kurzen Distanzen, die ich mir als Ultralight vorstelle, also was heißt kurze Distanzen, also so eine 4-Tage-Tour vielleicht eine 5-Tage-Tour. Viel länger will ich jetzt als Ultralight eigentlich nicht unterwegs sein, bisher. Vielleicht kommt das noch, weiß ich nicht. Und da hat man erstens einen Wetterbericht, zweitens ist man ja in zivilisationsnahen Gebieten, so stelle ich mir das auch vor, kommen wir noch zu. Und ich kann den Wetterbericht noch aktualisieren mit dem Smartphone. Und ich weiß grob, muss ich jetzt diese Nacht wirklich in eine Hütte ausweichen oder kommt eh nur ein bisschen runter und dann langt so ein Tarp. Ne? Also das wäre so der Plan. Aber es schränkt einen in der Flexibilität ein. Hat man ein 3x3 Meter ultimatives, unzerstörbares Tarp oder ein 2x3 Meter, selbst die blöde Baumarktplane, ne? Selbst die, da ist mir es eigentlich relativ egal, was von oben runterkommt, weil ich mir da sicher bin, da passe ich so sehr mit meinem Geraffel, passe ich da so wunderbar drunter, dass mir da nichts passieren kann. Das ist scheißegal, welches Wetter da ist. Ja, und das ist schon, ich zeige es euch nachher noch, sehr minimalistisch. Gut, dann hatte ich nur eine sehr, sehr, sehr dünne Unterlegplane dabei. Ja, der letzte Stand war, ich nehme sie gar nicht mit. Ich habe sie dann doch mitgenommen. Sie wiegt ja nur 80 Gramm. Das Einzige, was die aber bewirkt in Sachen Bodenschutz, Schutz vor spitzen Steinen auf dem Boden und so weiter und so fort, ist, sie mildert die Spitze von Gegenständen ein kleines bisschen, sind aber Dornen vorhanden, gehen die trotzdem in die Isomatte. Sie ist also eher mehr ein Schutz vor Dreck, vor Getier gegebenenfalls, aber auch nicht vor viel, weil die wirklich sehr, sehr, sehr klein ist auch. Das Getier kann da problemlos oben drauf kriechen, unten drunter vorbei und oben drauf. Und sie ist ein Nässeschutz. Das macht sie allerdings sehr gut, letzteres. Heißt, ich würde mir vom Gefühl her wirklich eine stabilere, größere, ein bisschen größer, nicht viel, Größe passt einigermaßen, aber zumindest eine stabilere Bodenplane, wo ich wirklich sicher bin, die kann ich auf mehr oder weniger fast alles drauflegen und da geht nichts durch und meine Isomatte ist geschützt. Das würde ich mir wünschen, bin aber nicht bereit, eine Elefantenhaut mitzuschleppen, weil die mit 450 Gramm wirklich extrem schwer ist für eine einfache Bodenplane und hat noch nichts gefunden, was dazwischen liegt. Tipps? Bitte gerne. Ja, dass ich dann keinen Topständer dabei hatte, habe ich nochmal aufgeschrieben, hatte ich schon erwähnt. Das nervt tatsächlich, das ist wirklich an der falschen Stelle gespart. Klar, man braucht ihn nicht unbedingt, man kann sich was improvisieren. Ja, das geht. Natürlich kann man auch gleich einfach Feuerle machen, das geht auch. Das ist aber dann wieder aus Legalitätsgründen was ich jetzt zwar gedurft hätte, ne, wegen Vitamin B, aber was halt nicht reproduzierbar ist, deswegen wollte ich es auch gar nicht machen. So, dann keine Heringe dabei haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf die Dauer ein ganz kleines bisschen nervt. Andererseits, das Teil hier braucht bloß zwei. Und zwei Heringe habe ich mir wirklich so schnell improvisiert, dass ich, glaube ich, auch in Zukunft einfach aus Prinzip keine mitnehmen würde. Selbst wenn es Heringe gibt, die 6 Gramm pro Ding pro Hering wiegen. Ne? Also das nervt vielleicht mal irgendwann, aber bisher stört es mich noch nicht so. Dann hatte ich nichts dabei zur Fußpflege, weil ich nicht gewöhnt bin, dass ich Blasen bekomme, weil ich in den Schuhen, die ich gewohnt bin und mit denen ich sonst rumlaufe, also das hier sind meine leichten Wanderstiefel und die roten, die habt ihr auch schon gesehen, das sind halt die schweren, in beiden bekomme ich eigentlich nie Blasen. Da kann ich laufen, so viel ich möchte, dann tun mir die Füße wahnsinnig weh, aber Blasen bekomme ich nicht. Deswegen habe ich auch keine Blasenpflaster oder ähnliches normalerweise dabei. So auch jetzt auf dieser Tour. Und das war ein Fehler. Man sollte vielleicht auf so einer Ultralight-Tour, wo man tendenziell noch mehr Kilometer macht, wo man tendenziell mehr Reibung auf den Fuß bekommt, wirklich immer auch ein minimalistisches Set zur Fußpflege sozusagen dabei haben. Also meinetwegen Hirschteig, Babypuder, Blasenpflaster, Leukoplast, so die Klassiker, um sie mal kurz zu nennen. Stahlwolle für den Topf wäre dann noch schön gewesen, nachdem mir da ja was angebrannt ist. Den habe ich nicht mehr richtig sauber bekommen, so völlig ohne Hilfsmittel. Das Einzige, was ich hatte, war so ein aufquellfähiges Baumwolltuch. Ging so halbwegs, aber
das hätte nicht so schön geschmeckt, was ich dann als nächstes aus diesem Topf getrunken oder gegessen hätte. Ne? Also nicht so optimal. Also so ein bisschen, ein winziges bisschen Stahlwolle. Einen Schwamm braucht man nicht unbedingt, ne? Das kann man auch anders machen. Aber wenn es doch mal anbrennt, dafür ein bisschen Stahlwolle dabei haben, wäre sicherlich ganz sinnvoll. Also es reicht ja wirklich ein homöopathisches Mini-Stückchen. Seife hätte ich noch gebrauchen können aus hygienischen Gründen. Wer wissen will, warum das besonders dringend notwendig gewesen wäre und mir sehr gefehlt hat, der muss auf die Langfassung gucken. Das schweift sonst zu sehr ab. Ein Rucksack-Regenschutz wäre dahingehend noch praktisch gewesen, dass der Rucksack da hinten, ne, der ist ja aus einem Material, was sich früher oder später im Regen vollsaugt. Ich hatte alles wasserdicht verpackt, meine Ausrüstung war also überhaupt nicht in Gefahr und ist an sich also auch gar kein Problem gewesen, nur man schleppt den Regen dann noch mit. Und ab einer gewissen Regendauer ist eine leichte Regenhülle zum Drüberziehen, dass er sich nicht vollsaugt, sicherlich die leichtere Alternative zum das ganze Wasser sozusagen im Rucksack dann durch die Landschaft schleifen. Da hatte ich auch nicht so sehr dran gedacht, ehrlich gesagt, bei der Planung, dass der sich ja vollsaugt und deswegen die Regenhülle, wenn es tatsächlich regnet, netto das Ganze leichter macht als, ne? Das Dumme ist nur, man schleppt sie halt auch dann, wenn es nicht regnet. Deswegen kann man sich streiten, macht das wirklich Sinn, muss man die wirklich mitnehmen? Es wäre wahrscheinlich vom Wetterbericht abhängig, wenn man eine 3-Tage-4-Tage-Tour plant, hat man ja für die entsprechende Zeit einen halbwegs zuverlässigen Wetterbericht und könnte es dann davon abhängig machen. Fazit, was die Ausrüstung angeht, ein kleines bisschen mehr Zeug. Das allermeiste davon, also wenn ich das zusammenaddiere, was mir gefehlt hat, das waren ja meistens wirklich nur Kleinigkeiten, mal abgesehen von der Tarpunterlage. Die wäre tatsächlich schwer, wenn man da was Größeres mitnehmen würde, was ich aber noch nicht wirklich vorhabe, aber gedanklich wäre es einfach schön gewesen. Da geht es um 200-300 Gramm und die könnte ich auf jeden Fall auch noch schleppen, zumal ich 200-300 Gramm dann locker auch noch irgendwo einsparen könnte, indem ich mir dann halt mal wirklich einen richtigen Ultraleit-Rucksack kaufe und nicht einen Militärrucksack zweckentfremde. Ein Ultraleit-Zelt, so ein Cuban-Fiber-Ding, das wäre wirklich mal cool, aber ich habe jetzt gerade mal aus preistechnischen Gründen eben noch eine kleine Internetrecherche gestartet. Das Ding, was ich gefunden habe, was problemlos, also von Z-Packs problemlos in Deutschland zu kriegen ist, also eins dieser Klassiker von den Leuten, die da diese Fu-Hikes in Amiland machen, diese 3000 Kilometer Wanderwege und solche Späße oder noch mehr, die klassischen Dinger, die alle ganz, ganz, ganz toll finden. Das eine, was es in Deutschland gibt, um es jetzt nochmal zu sagen, das kostet 890 Euro, da wo ich es entdeckt habe. Und das ist halt wirklich sackteuer. Also ehrlich, ne? Mein 4-Jahreszeiten-Fjällreven-Zelt, das mir gute Dienste leistet mit seinen 2,4, 2,5, je nachdem, wie man es mitnimmt, Kilo, ist es auch wirklich nicht sonderlich schwer. Und für zwei Personen sind das dann nur noch 1,2, 1,3, irgendwas dazwischen, Kilo pro Nase, umgerechnet auf zwei. Und das ist ja ein Zwei-Personen-Zelt. Das ist echt nicht schwer. Und diese Z-Pack-Zelte, die wiegen halt sage und schreibe 600 Gramm. Aber mein Fjällreven-Zelt, das auch, wie gesagt, 4 Jahreszeiten, wintertauglich, alles klappt wunderbar. Hat gekostet, ich glaube, 650, irgendwie sowas. Und für das Z-Plex-Ding, was im Grunde kaum was kann, in Anführungszeichen, außer dass es leicht ist, das kostet halt nahezu 950. Ne? Aua. Aber cool sind die sicherlich schon. Wer dazu auch noch mehr Eindrücke und Meinungen meiner Person hören möchte, auch da wieder die Langversion. Dann, wichtig ist ja noch die Sache mit der Planung. Das ist ja auch immer was auf Ultraleittouren, was immer angemerkt wird, als die Planung ist entscheidend. Und da habe ich zu mehr anzumerken. Ich denke, das funktioniert alles ganz wunderbar, wenn man Routen hat mit Ausweichoptionen. Dass man also, wenn irgendwas mit der Ausrüstung ist oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, das Wetter schlagartig wechselt, viel schlechter wird als erwartet, dass man einfach immer sich bei der Routenplanung noch überlegt hat, okay, im Fall, dass ich auf Etappe so und die schlimmen Ereignisse habe, dann kann ich ausweichen zu da und da. Oder wenn ich völlig durchweise oder eine furchtbare Blase bekomme oder irgendwelche Gelenksverletzungen oder das Knie tut weh oder sonst was, letzteres Knie tut weh ist bei mir ja durchaus realistisch, die sind ja eh schon kaputt, da und da wäre notfalls auch noch ein Hotel oder eine Jugendherberge oder irgendwie sowas. Dass man einfach solche Ausweichoptionen hat, ich denke ich, aus meiner Sicht sicherlich wichtig. Den Wetterbericht kennen ist, denke ich, auch relativ wichtig.
bei meinen üblichen Touren scheiße ich auf den Wetterbericht. Das interessiert mich nicht. Ich finde es ist für mich ein Zeichen persönlicher Freiheit, dass ich sage, egal welches Wetter, mit meiner Ausrüstung komme ich draußen klar. Das muss nicht unbedingt, muss man nicht so machen, muss man nicht. Aber mir gefällt es und für mich bedeutet es Freiheit, nicht den Wetterbericht zu kennen und nicht perfekt organisiert loszulatschen, weil ich weiß, ich kann mit meinem Wissen, meiner Erfahrung und meiner Ausrüstung, die Kombination aus beidem, allem, was da kommen mag, auch wenn ich es vorher nicht weiß, trotzen. Das ist also, Ultralight mag sich super frei und super leicht anfühlen, aber auch mit schwerem Gepäck kann man ein großes Gefühl von persönlicher Freiheit eben erleben, weil man weiß, man ist auf alles vorbereitet. Ne? Auch das ist möglich. Also das vielleicht mal für die Ultralight-Freunde unter uns. Ja, bei Gefahr sind Abbruchmöglichkeiten, denke ich, recht wichtig. Dazu habe ich mich auch noch mal während meines Vlogs ein kleines bisschen ausgelassen. Ich denke Folgendes, wenn einem die Ausrüstung versagt, das kann auch mit einem normalen Zelt passieren, ne? Das kann einem natürlich aber auch mit einem Ultralight-Zelt passieren und ich denke, mit einem Ultralight-Zelt ist es ein bisschen wahrscheinlicher und es reißt einem vielleicht das Zelt ein und oder es fliegt weg oder es wird umgeweht oder irgendwie sonst wie. Oder man hat einen Wassereinbruch ins Zelt, weil man dumm übernachtet hat, dass man im Fluss übernachtet hat und solche Späße. Das kann ja mal verdammt nochmal vorkommen. Gehen wir jetzt einfach mal spaßeshalber von aus. So, und jetzt wird einem der Schlafsack nass. Wenn man ultralight ist, ist es sowieso ein Down-Schlafsack. Den kriegst du draußen nicht mehr trocken. Du musst dann in die Zivilisation, du brauchst dann mindestens eine beheizbare Hütte. Das kann auch irgendeine Fjellhütte sein, solange da ein Ofen ist und noch Brennholz vorhanden ist. Je nachdem, in welcher Umgebung man sich befindet, findet man ja kein Holz regulär. Und jetzt muss man da halt eben hin evakuieren, weil man jetzt mit der nicht mehr zu gebrauchenden Ausrüstung gar nicht mehr übernachten kann. So. Und das Notfallszenario für den Ultralighten sieht jetzt meiner Meinung nach so aus, dass er flüchten muss zurück in die Zivilisation. Und das bedeutet, man muss gegebenenfalls sehr, 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 sehr weit laufen. Und dann sollte man aus meiner Sicht, so wie ich mir das vorstelle, die Option auch haben, das zu können. Das heißt, wenn man ein unglaublich fitter Triathlet ist oder irgendwie sowas und es kein Problem für einen darstellt, mal eben 100 Kilometer durch die Landschaft zu rennen, oder 200 Kilometer am Stück zu laufen, es gibt ja Leute, die können das, ja dann gibt es kaum Limits für eine Ultralight-Tour, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, mehr oder weniger, also abgesehen von sich verletzen, aber das kann immer passieren, egal ob schwere Ausrüstung oder nicht, abgesehen vom sich verletzen, ist das Schlimmste, was einem passieren kann, halt wirklich, dass der Schlafsack quasi nass wird, das Zelt gespült wird oder das Zelt halt irgendwie verreist und man keine Möglichkeit mehr hat, Zuflucht von den Elementen zu suchen, außer laufenderweise in der Regenkleidung oder sonst irgendwie und die Körperwärme nur damit aufrechterhalten kann, dass man halt eben weiterläuft. Wenn man dann in der Lage ist, trotzdem 200 Kilometer als Not-Evakuierungsmarsch zu machen, dann, wie gesagt, kaum Limits für irgendwelche Ultralight-Touren. Kaum Limits. Wenn man das aber nicht kann, weil man nur Otto-Normalverbraucher ist und kein Spitzenathlet, dann würde ich Ultralight-Touren immer nur so auslegen, dass eine Rettungsmöglichkeit innerhalb der von mir bei einem Aufwachen in der Nacht, bei einem Unglück in der Nacht, von mir erreichbaren Distanz liegt. Also die Unterschlupfmöglichkeit. Soll heißen, ich bin an dem Tag von mir schon 25 Kilometer oder lass es 30 Kilometer sein und durch die Gegend gelatscht. Übernachte jetzt, bin relativ K.O. Jetzt reißt es mir nachts um 2 das Zelt weg und mein Down-Schlafsack wird nass. Jetzt muss ich, ohne mich nennenswert erholt zu haben, eben entsprechend meine Ausrüstung irgendwie zusammenklammern und zurück in die Zivilisation irgendwohin, wo ich in Sicherheit bin. Bin ich jetzt 200 Kilometer weit weg vom nächsten Dorf oder von der nächsten bewohnbaren Hütte oder sonst irgendwie sowas in der Richtung? Und selbst eine Hütte hilft nur so insofern, dass du dann da zumindest zwar nicht stirbst, aber man muss dich da trotzdem irgendwie einsammeln, weil du ohne jetzt funktionierende Ausrüstung gegebenenfalls ja nicht weiterkommst. Und einen Down-Schlafsack kriegst du ohne Trommeltrockner nicht wirklich trocken. Den musstest du schon wirklich bei ganz viel Feuer ganz lange in der Hütte räuchern, damit der wieder einigermaßen so trocken wird, wenn das überhaupt wird, dass man den wieder benutzen kann. Also, Also das sind so, meiner Meinung nach ist das Sicherheitsrisiko. Man muss für den Worst-Case-Szenario muss man in der Lage sein, sich selbst in die Zivilisation zurückzuretten. Man hat kaum Möglichkeiten mit Ultralight-Ausrüstung Worst-Case-Szenarios zu überstehen, sage ich jetzt mal. Weil man auch keine Redundanz hat. Man hat bestimmt keinen zweiten Schlafsack. Gut, das hat man auch als klassischer Trekker nicht. Aber als klassischer Trekker hat man vielleicht einen Kunstfaserschlafsack. Und den kriegt man dann zur Not sogar, wenn das Wetter wieder besser wird, über einem Lagerfeuer trocken. Habe ich schon gemacht. Funktioniert. Ist nicht toll und der Schlafsack dankt einem auch nicht, aber man kann die Tour fortsetzen. Das geht. So.
Dann habe ich festgestellt, ich glaube, so eine richtige Wintertour, also jetzt ist zum Beispiel schon viel wärmer. Ihr seht, ich hocke hier relativ locker. Ich habe da bloß noch ein T-Shirt, also so ein langes T-Shirt habe ich da nur noch drunter und das ist eine einfache Fließjacke. Ne? Also jetzt geht's gut mit den Temperaturen. Aber bei so durchschnittlich um die 0 Grad, das kann man mal einen Tag machen, das kann man vielleicht zwei Tage machen. Aber meine persönliche Schmerzgrenze wäre da sicherlich erreicht für eine längere Tour von 3, 4, 5, 6 Tagen oder sonst wie. Will ich dann schon durchgehende, naja nicht durchgehend, aber durchschnittlich überwiegend Temperaturen oberhalb des Gefrierpunkts. Würde ich dann schon gerne haben. So, und dann braucht man wahrscheinlich auf die Dauer irgendwann dann mal ein GPS, weil man legt längere Strecken zurück, man will da ungern das Kartenmaterial für super lange Strecken mitschleppen, das wird dann ganz schnell ein ganzer Stapel Karten und da ist, glaube ich, wirklich moderne Navigationsmittel nicht verkehrt. Handy, gut, kann man machen, da muss man aber eben viel Powerbank mitschleppen, damit man da immer den Strom entsprechend herbekommt. Die brauchen ja halt wirklich, wie wir alle wissen, relativ viel Saft, die GPS-fähigen Handys. Jo, das sind so die Dinge, die mir aufgefallen sind, also zum Thema Planung, was man vielleicht noch beachten muss. Es gibt noch ein paar Ben-spezifische Probleme, die bei Ultralight-Touren auftreten, wenn man Ben ist. Nämlich, ich habe keine Lust, Fotos zu machen, weil ich so sehr im Laufflow bin, dass ich so sehr das Laufen schlussig finde, dass ich überhaupt keine Lust habe, anzuhalten, weil ich bin ja gerade im Flow, ne? Und dann mache ich weniger Fotos. Filmaufnahmen habe ich auch nicht so Lust drauf. Und wenn ich welche mache, dann hier Deppenzepter. Ich bin am Laufen. Guck mal, ich laufe. So was in dem Stil. Und das ist jetzt zwar guter YouTube-Standard, aber normalerweise, habe ich jetzt für diese Tour jetzt auch gemacht, ne? Da kriegt ihr fast nur solche Szenen zu sehen. Aber und ein paar, wo ich halt rumsitze und so in die Kamera quatsche. Das ist ein Klassiker. Ja, ich hab kaum Lust, noch irgendwelche naturwissenschaftlichen Anmerkungen zu machen. Ich habe kaum Lust, unterwegs stehen zu bleiben, um ein besonderes Phänomen zu erklären. Ich denke, wenn ich wirklich eine Tour machen möchte, die ich für YouTube-Zwecke aufbereite, wo ich Zeug unterwegs erkläre und so weiter und so fort, ist Ultralight nicht unbedingt sinnvoll, weil, dritter Punkt, bandspezifisches Problem, ich würde gerne eigentlich meine volle Kameraausrüstung mitschleppen, damit ich dann auch alles machen kann, was ich kameratechnisch wegen technischen Möglichkeiten machen kann. Und dafür muss ich die mitschleppen und die wiegt 2,5 Kilo. Und damit ist Ultralight schon im Arsch. Ne? Na klar, man kann das auch mit einer leichten Actioncam, mit ein paar Ersatzakkus und einem Deppenzepter machen. Da hatte ich jetzt eine Kameraausrüstung, die wog vielleicht 350 ohne Deppenzepter. Mit Deppenzepter 450, lass es 500 Gramm gewesen sein. Ne? Ich hatte wirklich relativ viele Akkus auch dabei. Also gehen tut das, aber ich bin da nicht so glücklich mit als Resultat für euch, ne, wenn ich eine Tour ja auch für euch mache. Natürlich auch zur eigenen Bereicherung, aber es ist auch irgendwo zum gewissen Teil Arbeit und dann will ich auch vernünftiges Bildmaterial abliefern. Gerade wenn es auf das mal ausnahmsweise ankommt, wenn ich hier im Wald hocke, ist im Grunde egal. Das sollte ich jetzt mit der Actioncam filmen, was ich nicht tue, aber hier wäre es Wurst. Auf Natur wäre es eigentlich umso wichtiger, die große dabei zu haben, mit einer noch besseren Bildqualität. Deswegen, das sind so meine Ben-spezifischen Bauchweh-Punkte. Das ändert aber nichts dran, dass Ultralight-Touren, also das beeinträchtigt die Ultralight-Touren für andere Leute ja nicht. Das ist nur ein Ben-spezifisches Problem, ne? Ich wollte es nur hinzugefügt haben. Okay, Fazit. Nach dem Ultralight-Test von mir, was habe ich jetzt für mich festgestellt, wo will ich Ultralight nicht machen, weil meine persönliche Fragestellung, die ich mir beantworten wollte, wo liegen denn die Grenzen vom Ultralight und wie ultra ist das eigentlich? Also, zum Vorwärtskommen schon sehr ultra. Zum Übernachten, klar geht das. Das geht wirklich, das geht selbst mit meinen 3,5 waren es dann im Endeffekt oder 3,6 Kilo Base Weight, geht das Übernachten auch. Insbesondere, wenn man sich dann halt eine Hütte raussucht, wo man einfach hinkommt, weil man ja ohnehin weiter laufen kann. Und Planung ist halt auch noch Voraussetzung. Gut, funktioniert wunderbar. Aber meine persönlichen und soweit völlig in Ordnung. Und wo man das machen kann, da ist das auch eine tolle Möglichkeit, wandern zu gehen. So, das ist so. Das sehe ich absolut ein und das verstehe ich jetzt und das möchte ich auch gerne nochmal wiederholen. Gerne auch mehrfach und gerne möchte ich auch noch leichter werden. Es macht schon Spaß, so ein bisschen die Grams noch weiter runterschrauben und das kann man doch weglassen und das und dies und das und jenes. Das macht schon wirklich Freude, das kann ich schon nachvollziehen. Aber wo würde ich nicht? Ich nicht Ultralight gehen? Ja, eine meiner üblichen Wildnistouren.
eben wegen dieser Rette-dich-in-die-Zivilisation-Distanz, die wäre mir dann zu hoch, falls was Schlimmes passiert. Ich möchte das nicht im Winter machen, da wird es mir dann zu unkomfortabel. Ich will das nicht in so richtig schwierigen Gelände wie Gletschermoränen oder ähnlichem machen oder zumindest nur mal wirklich so ganz kurze Abschnitte durch Gletschermoränen. Ich bin auf dem Rückweg, als es dann angefangen hat zu regnen, bin ich zweimal ausgerutscht, weil ich halt Sportschuhe ohne Profil anhatte und auf nassem Laub rutscht man dann ganz schnell weg. Einmal konnte ich mich noch dank Trekkingstöcken fangen, einmal hat es mich kurz auf den Hintern gelegt. Überhaupt nichts passiert, wirklich gar nichts. Ich setze mich, sobald ich merke, ich rutsche, setze ich mich reflexartig sowieso einfach auf den Po. Der ist nicht sonderlich gut gepolstert bei mir, aber doch zumindest in der Lage, den meisten Stößen in Form von Aufprall auf dem Boden gut zu widerstehen, ohne dass ich mir wehtue. Also da passiert mir noch, ist mir noch nie was passiert bei sowas. Es ist aber auch wiederum ein Sicherheitsrisiko, was halt natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich unpassende Schuhe hatte. Ein Trailrunning-Schuh ist auch leicht, aber der hat wenigstens Profil. Ein stinknormaler Laufschuh ist nun wirklich nicht geeignet für längere Wanderungen im Wald, auch nicht bei schlechtem Wetter. Gut, aber bei so richtig schwerem Gelände sicher nicht. Ich würde Schlechtwettergebiete meiden wollen. Ich würde jetzt auch nicht in den Western Highlands unbedingt eine Ultralight-Tour machen wollen, wenn ich nicht vorher weiß, okay, ich brauche eh nur 5 Tage und habe einen Wetterbericht für 5 Tage, dass es zumindest nicht allzu scheiß Wetter wird. Wenn ich weiß, dass es allzu schlecht Wetter wird, dann würde ich es nicht Ultralight machen wollen. Würde ich wirklich nicht wollen. Würde ich vielleicht trotzdem tun, weil ich schon angereist bin und der Termin feststand und ich es jetzt nicht mehr ändern kann. Aber wollen würde ich das ganz bestimmt nicht. Und wahrscheinlich hätte ich auch keinen Spaß, wenn es die ganze Zeit nur regnet und ich nur so einen Tarp zum Beispiel für manche Nächte zum Übernachten habe und einen Daunenschlafsack, der da empfindlich ist. Da hätte ich arges Bauchweh. Da würde ich mich einfach nicht wohlfühlen, weil ich Angst um meine Ausrüstung hätte. Und das will ich nicht haben. Ich will Ausrüstung, über die man sich keine Gedanken machen muss. Im Idealfall. Das ist auch ein Stück von Freiheit, dass man weiß, Ausrüstung, das Thema ist gegessen. Der Rucksack ist zwar schwer, aber ich brauche da überhaupt nicht weiter drüber nachdenken, außer dass ich ihn tragen muss. Kann man auch so sehen, ne? Und, ja, wenn ich eine richtige Video-Exkursion machen möchte, wo ich viel zu Land und Leute und was da sonst noch so zu sehen ist und so weiter und so fort erzählen will, dann werde ich das auch nicht als Ultralight-Tour konzipieren wollen und können, weil ich bei so viel Spaß beim Laufen und so viel Flow mich selbst zu sehr zwingen müsste, um unterwegs was zu erzählen. Wenn ich hingegen keuchend durch die Landschaft stapfe, bin ich ohnehin so lahm, dass es mir und dass ich sogar die Möglichkeit zum mal kurz anhalten und hier was erklären als kleines Verschnaufpäuschen sogar willkommen heiße. Und das, da habe ich einfach, habt ihr und auch ich, was die Content-Produktion angeht, haben wir da einfach jeweils mehr von, wenn ich dafür nicht zwingend Ultralight-Touren mache. Das muss ja natürlich auch nicht sein. Also, für mich die Ultralight-Tour wirklich eine tolle Sache, um zum Beispiel mich auf eine normale Tour vorzubereiten, so als Trainingstour, als Entspannungstour, als sicherlich auch mal eine schöne Wanderung mit Evelyn. Die ist da auch dieser Geschichte nicht abgeneigt, also gar nicht. Also sie muss jetzt vielleicht nicht auf 3,5 Kilo kommen, aber sie muss auch nicht über 10. Also irgendwie so dazwischen ist sie, denke ich, irgendwo einzuordnen. Wir müssen uns dann mal nochmal ausführlich drüber unterhalten, über das Thema. Ja, das ist der Stand der Dinge. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt noch, Ben legt sich unter sein Tarp, um mal zu gucken, wie eng es da eigentlich ist. Nep, nep, nep. Hoppala. Ach, scheiße. So, jetzt steht das Stativ auch wieder gut. Ist weit genug weg, ne? Und ich bin eben nur ganz kurz raus in den Wald, deswegen habe ich bloß eine Jeans an und ich habe nicht mal einen Gürtel und bin ziemlich schlecht ausgestattet, was egal ist, weil es sind 10 Minuten von Haus bis hier. zack. So. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich hänge mit dem Kopf fast schon draußen. Würde der Regen jetzt von da kommen, würde ich hier zwar keinen nassen Kopf kriegen, aber wahrscheinlich nasse Füße. Gucken wir mal nach. Ja, mit den Füßen hänge ich auch fast schon draußen. Also heißt, und das hatte ich auch erwartet, meine Idee war, mein Konzept zum Verwenden dieses Tarps, da ich ohnehin Seitenschläfer bin und wenn ich seitlich schlafe, gerne die Beine anziehe, dass ich halt, solange es regnet, ich wach dann so eh auf, ich wach wegen jedem Scheiß ja immer auf, dass ich dann halt so schlafe, ne? Also diesen hier. Und dann gegebenenfalls noch ein Stück runterrutschen und Beinchen halt eben noch ein bisschen anziehen und dann halt so, ne? Und wenn der Regen halt von oben kommt, dann noch ein Stück nach hinten rutschen.
Von der Breite her ist das Tab ja okay, nur die Länge. Die Länge ist wirklich ein bisschen problematisch. Jo. Das also wäre der Plan gewesen. Wie gesagt, für einzelne Nächte geht das sicher. Es regnet dann ja auch nicht lange, so wie ich mir das vorstelle zumindest. Und dann könnte man das Ding beibehalten. Aber wenn ich noch ein Tarp finde, vielleicht nähe ich mir auch mal eins selbst. Das dann noch ein bisschen besser passt, dann wäre ich nicht böse. Thema selber nähen, das muss ich euch jetzt doch noch schnell erzählen. Moment, kommt mal hoch. Also Thema selber nähen. Ich habe einfach mal geschaut, was man zwar in Deutschland nicht für bezahlbares Geld kriegt, sind ultraleicht Zelte oder ultraleicht Tarps, die schon fertig sind. Das ist wirklich unglaublich teuer, muss nicht sein. Was man hingegen für immer noch teuer, aber halbwegs bezahlbares Geld kriegt, ist dieses Ultraleitmaterial, dieses Dyneema Composite Fiber, nennt sich das heutzutage, auch Cuban Fiber ist der alte Name dafür eben, dieses Material, aus dem Segel hergestellt werden, woraus auch diese ganzen Ultraleit-Equipment-Dinge sind. Das Ding kann man als Meterware, 1 Meter mal 1,35 Meter oder irgendwie sowas, für derzeit 40 Euro haben, habe ich gesehen. Und das kriegst du auch in Deutschland, ohne jetzt zumindest direkt in Amiland Zoll zahlen zu müssen. Wahrscheinlich haben die es von daher auch importiert und haben dann selber Zoll gezahlt und das legen sie auf den Verbraucher um. Das weiß ich nicht, aber über 40 Euro für 1 Meter mal 1,35 Meter, da kann man meiner Meinung nach drüber nachdenken. Und nur mal so spaßeshalber, würde man sich davon 6 solche laufenden Meter kaufen, könnte man sich damit ein 3 Meter mal 2 Meter 50, 2,30 Meter irgendwas Tarp zusammennähen. Das ginge ganz einfach, man müsste das nur in der Mitte, die beiden 2, 3 Meter Enden, müsste man nur in der Mitte miteinander verbinden. Und das kann man kleben, das kann man nähen, da gibt es diverse Möglichkeiten. Und dann hätte man tatsächlich ein fast 3x3 Meter Tarp mit reichlich Platz, das gegen jedes Unwetter gesichert ist, für zugegebenerweise 240 Euro, rein vom Materialwert her. Aber das wiegt dann gerade mal 150 Gramm oder irgendwie sowas. Ne? Ohne Verstärkung, ohne Abspannösen, ohne Schnüre, ohne Heringe und so weiter. Aber puh, meine Fresse, ist das leicht. Also das entsprechende Cuban Fiber Material, Dyneema Composite Fiber, das ich da gefunden habe, eben in diesem Shop, wo ich geguckt habe, das wiegt sage und schreibe 18 Gramm pro Quadratmeter. Das ist also wirklich lächerlich leicht. Lächerlich. Die sagen selber da in dem Laden, dadurch, dass das Zeug so super dünn ist, ist es nicht sehr abriebresistent. Aber wir reden hier von einem Tarp. Ich will mich da nicht drauflegen, ich will das in die Luft hängen bzw. in die Luft spannen. Reißfestigkeit ist jenseits von Gut und Böse, ne? Die ist absolut gegeben, das Ding reißt quasi gar nicht. Abrieb, ne? Aber es ist ein Tarp, das reibt sich eigentlich nicht so ab. Deswegen wäre schon was, womit ich jetzt spontan liebäugeln würde, aber jetzt mal eben 240 Euro für ein Tarp ausgeben, dass ich mir dann auch noch selber zusammenkleben und nähen muss. Nee. Nee. Aber trotzdem, ich finde, das ist wenigstens noch einigermaßen bezahlbar. Einigermaßen. Andererseits kann man sich dann gleich das Tarp irgendwas von Hilleberg, das Ultraleit-Tarp, das die haben, kaufen. Da passt das einzelne Person auch richtig komfortabel drunter und alles ist gut. Und das kostet ungefähr auch sowas um den Dreh. Mit Schnüren. Und man muss es nicht erst selber zusammenbauen. Gut. Dieses Video ist jetzt auch wieder länger geworden, als ich gedacht habe und geplant habe. Deswegen hatte ich mir doch eigentlich so eine schöne Struktur überlegt. Solltet ihr das trotzdem alles nochmal ausführlicher und mehr oder weniger live und in Farbe erleben wollen, gibt es halt auch noch diese Vlog-Videöchen, was da sonst noch so passiert ist. Ich würde es nicht angucken, wenn ich ihr wärt. Wenn ihr es doch macht, dann beklagt euch bitte hinterher nicht. So, macht's gut. Tschüss. Und nicht betüxen lassen. Und bald übrigens wieder auch naturwissenschaftliche Themen. Ich habe auch schon eins fertig, das muss ich nur noch veröffentlichen. Das hat aber noch ein bisschen Zeit. Das darf noch ein bisschen auf Vorrat bleiben. So, jetzt aber tschüss.